Liebe Leute, willkommen im Online-Coaching und wir sind jetzt im Lektionenpaket für das Thema Springen, Bikepark. Da gehören natürlich auch noch Anliegerkurven und solche Dinge dazu. Ja, und das ist natürlich ein sehr hoch angesiedeltes Thema für fortgeschrittene Biker und Bikerinnen. Und da geht es darum, dass man natürlich im ersten Schritt sich klar machen muss, welches Level habe ich eigentlich, wenn ich springen möchte, wenn ich mich mit solchen Dingen beschäftige, wenn ich sicher dabei sein will oder wenn ich mich von der Höhe, Weite und so weiter steigern möchte. Und da gehe ich natürlich davon aus, dass ihr entweder schon Fahrtechnikkurse gemacht habt oder selbst euch sehr viel beigebracht habt oder dass ihr schon die anderen Lektionen in diesem Online-Coaching mitgemacht habt, was ja gratis ist. Jeder kann mitmachen, eine Challenge machen. Wir haben Wheelie, Bunnyhop, Manual. Wir haben die Basics, die ja auch ganz wichtig sind, gerade auch, wenn man natürlich dann später in die höheren Bereiche reingeht. Oft ist es so, dass es ganz speziell schon bemerkbar ist, zum Beispiel, wenn man technische Strecken fährt, man muss irgendwo ein bisschen abspringen aktiv. Natürlich ist es da wichtig, dass man schon Sprungbasics, einen Standardhop und einen Bunnyhop beherrscht und dass man schon sicher damit ist. Das ist ganz direkt, ja, wirklich bemerkbar, aber es ist auch so, dass Skills wie die sogenannten Slow Speed Skills, also die ganzen, das langsame technische Fahren, wenn man da noch nicht so gut drin ist, dann wird man auch irgendwann im schnellen technischen Fahren an seine Grenzen kommen. Deswegen muss man oft auch mal ein paar Schritte zurückgehen, da nochmal was dran üben, bevor man dann weiter den Schwierigkeitsgrad im Bikepark steigert. Und dieses Fundament, das sollte man mal checken. Und wir haben bestimmte Methoden. Ihr könnt natürlich mal mit dem Handy arbeiten, dass ihr eine Foto- oder Videoanalyse macht von eurer Trailposition, eurer zentralen Haltung auf dem Bike und euch mal abfilmt, wie es aussieht, wenn ihr technischen Trail fahrt oder wenn ihr schon so ein bisschen Sprünge macht. Auch mal kurz prüfen. Mal ganz ehrlich selbst reflektieren, wo sind eigentlich meine Baustellen beim Bikepark? Ist es mehr das Mentale oder ist es das, also der Respekt, die Angst, was einen bremst, oder ist es die Fahrtechnik? Fehlt da einfach noch was bei den schwierigeren Strecken? Was will man eigentlich überhaupt machen? Möchte man große Risiken eingehen? Möchte man einen Road Gap springen? Also seid da bitte ganz ehrlich zu euch. Und ihr solltet wissen, oft ist so, wenn Leute mentale Blockaden haben oder so im Bikepark, bei diesen ganzen Sprungthemen, Dropthemen und so. Selten ist es so, dass es wirklich ein reines mentales Problem ist, wo man sagt, okay, da hat jemand eine krasse mentale Blockade wegen einem Sturz oder Erlebnis in der Kindheit mit dem Fahrrad, keine Ahnung. Oft ist es so, dass der Kopf irgendwie schon merkt, da fehlt da noch was an der Fahrtechnik und deswegen dann die Blockade setzt, die mentale Blockade. Und wenn man dann zurück in die Basics geht, in die Fahrtechnik, da merkt man dann, okay, da ist noch was, was man ändern muss. Und danach ist dann auch mental auf einmal alles viel selbstsicherer und besser. Also, wir haben jetzt die ganzen Themen hier, die es im Bikepark gibt, von Gaps, Drops, Sprüngen, Tables, Anliegerkurven, Holzleitern, mentale Aspekte. Aber ihr solltet vorher nochmal checken, wie steht es mit meinem Bunnyhop, wie steht es mit meiner zentralen Position. Habe ich generell schon mal einen Fahrtechnikkurs gemacht? Kann ich wirklich sehr sauber, sehr gut bremsen? Wo sind so meine Limits? Genau, das solltet ihr mal prüfen. Das wäre jetzt die Aufgabe für die erste Lektion, dass ihr ganz ehrlich, schonungslos mit euch umgeht, mal den Status quo anguckt, bevor ihr dann in die einzelnen Übungen reingeht. Weil ja, das A und O muss einfach sitzen, das ABC des Bikens. Und ich habe schon sehr häufig erlebt, dass Leute mit Baustellen in den Basics in höhere Bereiche wie das Springen im Bikepark gegangen sind und das leider dann auch nicht immer verletzungsfrei ablief. Danke für euer Interesse. Mich freut es, dass ihr mega Bock habt. Und Helm, Schoner, funktionsfähiges Fahrrad und let's go!